Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 9.3.2022. Und unser DAX hat sich ziemlich kuschelig gezeigt. Ne? Hatte hier nach Frieden und Glückseligkeit gestrebt und sich zum Dienstag jetzt erstmal ohne neue Verkaufssignale gezeigt, also recht entspannt und gemütlich. Wir hatten ja darüber gesprochen gestern, dass dass wir deutlich durchaus die impulsivste Bewegung überhaupt in der Gegenbewegung gesehen haben, seit wir überhaupt in den letzten Wochen fallen. Na, also war das mit Abstand die stärkste Gegenbewegung mit dem größten Momentum. Wir hatten auch mal hier drüben reingeguckt, haben aber festgehalten, dass also vom Verhalten einfach, wie schnell steigt der Markt in einem bestimmten Zeitfenster, das definitiv so noch nicht passiert war in der ganzen Aufwärtsbewegung und hatten deswegen auch festgehalten, dass ja nur die Amerikaner eben verkauft hätten. Und wenn die Europäer jetzt einfach zum Dienstag dann nochmal sagen würden, gut, komm, rein, besser jetzt als gar nicht mehr, und uns dann von hier so 12.500 wieder nach oben schieben, dass unser DAX dann eben durchaus auch so in den Bereich von der lila Linie hereinsteigen sollte, ne? 13.200, 13.300, das hat man gesagt, sollte dann so das Ziel sein, mehr sollte nicht schaffen, glaube ich, war Zitat gestern. Und wenn man das jetzt sich so anschaut, finde ich es ein bisschen verwunderlich, was heute viele gemacht haben, bei uns auch, also im Chat. Wenn ich das so beobachtet habe, da wurde wirklich sehr, sehr, sehr viel im Kleinteiligen rumgehackt. Daher vielleicht auch mal den Hinweis, ich denke, das geht vielen anderen auch so, dass man ein bisschen das Großbild verliert, ne, aus den Augen, ein bisschen irritiert ist davon. Ne, der Markt, der zeigt jetzt plötzlich Stärke nach oben, das kennt man nicht. Viele sind noch so in diesem Short-Gedanken drin, der letzten Tage, der Abwärtstrend übergeordnet. Versuchen das so ein bisschen zu ignorieren, dass da jetzt wirklich lange grüne Kerzen immer mal wieder mit drin sind. Und fuchteln sich dann halt irgendwas zurecht, obwohl eigentlich die übergeordneten Marken ziemlich klar sind, ne? Also wenn ich das auch so angucke, wo er hochgegangen ist, wie hoch er gegangen ist, na, Rücklauf auf die 700, ich meine, er hat nicht ganz die 700 getroffen, aber so knapp, dann wieder hochgedreht, hier oben drüber, das passt alles. Also auch wenn ich so unsere Updates angucke, technisch ist das sehr sauber, ne? Wir haben heute früh auch geschrieben, also bei 500, ne, gut, das kann ich jetzt hier nicht sagen, das geht in eine andere Richtung, aber was ich sagen kann, ist, dass wir geschrieben hatten, über 710 würde sich der DAX definitiv, also A, Schritt 1 haben wir gesagt, für weitere Aufwärtsbewegungen braucht er 650, den Gap Close zum Vortag, und er braucht die 710, er muss ein neues Hoch drüber setzen. Und wenn er das schafft, sollte er eben auch wieder hoch bis 12.800, 12.059 und so weiter. Dann ist dann, und wir haben untergeordnet hier noch eine Linie drin, ist er genau punktgenau dran. Dann haben wir geschrieben, dort erstmal raus, Rücklauf auf 700 kann jetzt kommen, und dann wieder schön nach oben gedreht, rein in den Bereich. Und hier haben wir uns dann auch angeguckt, passt auf. Ne, von hier kann er im Zweifel nochmal auf die 13.000 zurück. Und das, also an sich hat er schön von der Bewegung, es ist sehr technisch ideal fast verlaufen, wie er sich bewegt hat, wenn man denn bullisch eingestellt ist. Und ich glaube, das ist so der Haken, mit dem die meisten gerade hadern, weil sie das noch nicht so ranlassen an sich. Ne? Sie haben noch so dieses Wissen im Hinterkopf, ne, ich muss ja mit dem Trend handeln, der Trend ist doch abwärts, und ignorieren halt jetzt diese deutlich langen grünen Bewegungen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, einfach auch zum Mittwoch, wenn der Markt jetzt wieder nach oben tendiert und Stärke zeigt, dass man das nicht ignoriert und ihm auch erst mit den Raum zur Erholung lässt halt, ne? Also dass man ihm ruhig da noch ein bisschen was zugesteht, sollte die Linie hier fallen, die wir gezeichnet haben, sollte der da auch noch drüber gehen über die 13.200, 13.300. Um es ganz konkret zu machen, liegt der Bereich jetzt bei 13.260. Vortageshoch ist auch wichtig, dann kann auch noch ein Schwapp nach oben kommen. Ne? Also das ist eine interessante Stelle hier um 6,70, das ist auch eine interessante Stelle hier, 14,10, diese alte Channelkante von unten. Wäre vielleicht zum Mittwoch ein bisschen viel verlangt, aber ich sag mal hier so ein Schwapp, auch diese RF, sowas macht der DAX auch ganz gerne, ne? Diese 13,445 hier, da einfach nochmal so dran, das wäre schon denkbar, wenn er weiter Stärke zeigt und sich jetzt hier eben deutlicher nach oben dreht. Ne? Kritisch wird es unterhalb, eigentlich so unterhalb von 12.800. Ne? Sollte er uns zum Mittwoch unter 12.800 zurückfallen, finde ich das zu viel. Es würde ihm oben raus ein bisschen die Dynamik rausnehmen, und dann hätte man auch gegebenenfalls hier bloß ein ABC drinnen stehen. Und dann, glaube ich, kann man auch wieder gut auf die Shorts-Setups umstellen, auch wenn vom Top definitiv dann schon ein bisschen was weggelaufen ist. Ne? Aber mir geht es immer so ein bisschen darum, einfach mit der Dynamik mitzuschwimmen. So. Und solange der jetzt dann schon unter 12.800 abtaucht, würde ich sogar einfach sagen,
Gib ihm noch ein bisschen Erholungsspielraum. Lass den noch ein bisschen zappeln. Wir sind auf Tagesebene in der Zone eingelaufen. Die kann definitiv hier noch ein paar Tage in Anspruch nehmen für so eine Stabilisierung. Das wäre auch vollkommen normal. Es wäre schon fast ungewöhnlich, wenn er direkt nach oben rausrennt. Aber die wichtige Zone ist ja erreicht. Ja, das heißt, da jetzt noch drauf zu pochen und drauf zu bestehen, dass er jetzt noch ein Tief und noch ein Tief und noch ein Tief kommen muss, ist nicht ganz tragbar. Ne? Also da muss man schon aufpassen, weil die Kaufkraft ist definitiv da gewesen. Wir haben grüne Kerzen gesehen, wie schon lange nicht mehr, wie seit Wochen und sogar schon fast seit Monaten nicht mehr. Seit Anfang des Jahres kann ich mich erinnern, dass wir auf 500 Punkte hochgegangen sind in einer halben Stunde. Ne? Also dahingehend wirklich ein bisschen sich öffnen halt, dass der Markt auch gegebenenfalls hier einfach noch ein bisschen Erholungsspielraum nimmt. Nicht aber die Augen verschließen vom Risiko, ne? Es ist vollkommen legitim, wenn der Markt unter 12.800 wieder abtaucht, dass man dann auch wieder vorsichtiger wird, sich die Rückläufe genau anguckt, ne? Wie kommt er denn jetzt hoch, nachdem er unten neue Signale triggert? Ja, was ich dann zum Beispiel nicht sehen will, ist, wenn jetzt hier ein Stundenschluss mal beispielsweise unter 12.800 dann kommt und direkt die ersten 5 Minuten nach der neuen Stunde hat er schon fast die rote Stundenkerze wieder ausgekontert nach oben, dann ist er bullisch, dann ist er juckig, dann will er in die Hände klatschen und oben rausspringen. Dann hat man damit Short nicht viel Erfolgschance, aber wenn man merkt, ne, das ist einfach Druck drauf, die Roten, die sind wieder so lang und alles, was grün nach oben kommt, das ist alles so träge, dann würde ich unterhalb von 12.800 auch nicht zögern und wieder Shorts an die Backe knallen, weil dann geht es auch wieder runter an die 12.500 und dann geht es auch durch Richtung, was hat man hier gesagt, 260, ne, in dem Bereich rum hier, 260, 230, das wäre durchaus möglich. Ne, dann wäre das ja einfach bloß ein ABC in der Gegenbewegung, dann hätten wir hier einen Antriebsstrang, dann würde hier ein neuer Antriebsstrang nach unten gehen, der kann sogar noch eine Etage tiefer gehen. Also einfach von der Bewegungsintensität. Ja, das Risiko ist noch nicht raus aus dem Markt, aber man darf eben auch nicht ignorieren, was da grün gegengeschlagen kommt. Und ich habe wahrgenommen, dass sich viele schwer getan haben jetzt zum Dienstag, obwohl der eigentlich die Erwartungshaltung widergespiegelt hat. Ja, also sogar darüber hinaus ist es deutlich positiver gelaufen als. Mich hätte es auch nicht gewundert, wenn er einfach am Montag drin geblieben wäre, einfach bloß ein Inside-Day gemacht hätte. Ne, also von daher kann man schon mal lobend anerkennen. Das ist gut Gegenbewegung drin gewesen, dicke grüne Kerzen, Kaufkraft, die haben schon gut gezogen. Und deswegen würde ich mich am Mittwoch dann nicht unbedingt dagegen stellen, wenn der weitermachen will. Ne, also wenn er so weitermacht, dann lass man halt ein bisschen machen. Ne? Geben ihm oben noch den Spielraum. Platz hat er genug, um auch mal einen Rebound zu bringen. Ne? Also ja, in dem Sinne. Unten meine Kante so ein bisschen 12.800, an der ich mich orientiere. Und alles, was hier drüber geht, auch insbesondere über 13.200, das ist für mich schon eher dann aufwärts orientiert. Auch über 260 hier, ne? Wenn die Kante hier einfach weggeht. 300, 260. Ja, mehr kann ich euch nicht sagen. Würde ich sagen, machen wir hier das Video zu und wünsche euch viel Erfolg zum Mittwoch. Gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.